Ein herzliches Willkommen hier wieder zurück bei Mittelerde, Mordors Schatten. Ja, nachdem wir in der letzten Folge leider so viele scheiß Viecher hier befördert haben, müssen wir das mal in dieser Folge ändern. Wir machen die schnelle Reise und wir wagen uns jetzt an die nächste Mission ran und die ist dort hinten. Wenn wir jetzt mal von diesem Turm runterkommen. Boah. Nein, der Hauptmann hat die nicht auf die, was weiß ich, gemacht, ne? Wir gehen jetzt einfach mal hier durch und gucken mal, wie wir uns hier schlagen werden. Ja. Mit schlagen kann er schon mal gut. Ich nehme heute wieder das erste Mal mit Traps auf. Deswegen bin ich ein bisschen am Austesten. Ja, und ich hoffe, das Thumbnail aus Folge 3 hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ich versuche jetzt mehr bessere Thumbnails zu machen. Würde mich freuen, falls ihr mir da ein Feedback geben könntet. So. Die Rangleiter empor. Redbacks Machthunger wächst beständig an. Damit steigt auch sein Nutzen für deine Zwecke. Halt ihn am Leben und er bringt dich einen Schritt näher zur schwarzen Hand Saurons. Oh, gucken wir mal, dass wir das mal schaffen. Ja, das ist verlockend. Das Biest sieht dich nicht kommen. Das Biest vor allem. Ja, ich blende die mal. Gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Und dann müssen wir zuschauen, dass wir die hier ganz in Ruhe. Oh, oh. Einmal so. Ich hoffe, du hast nichts gesehen, ne? Hast du nicht, ne? Oh, dann ist er schön, dann ist er gut. Also ich habe schon was befürchtet hier. Aber das ist zum Glück nicht wahr geworden. Zum Glück. So, dann gehen wir mal hier hin und ich hoffe, dass... Oh, Wetback, ich habe nicht so viel Zeit, um hier alles zu machen, weil sonst ist er leider tot. Dann müssen wir halt ins Gefecht. Und wo sind die anderen Bogenschützen hier? Ich muss alle töten. Das ist nämlich meine Aufgabe. So. Wie komme ich denn jetzt dahin? Oh. Wo sind denn hier noch Bogenschützen? Ach, Redback, du Armer. Tut mir so leid. Tut mir echt leid. Können wir da hinspringen? So. Einmal Assassin's Creed Style. Wo ist denn der Letzte? Wo ist der? Oh, da ist einer. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. So, gucken wir mal, dass der uns hier nicht sieht. Das wäre fatal. So, und der letzte kaputt. Fähigkeitspunkt erhalten. So, und das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen die Orks hier stillen. So. Und zwar den Typen, den einen Schildtypen erstmal töten. Da war nix. Nein, da war nix. Hier ist nix. Hier ist schon nix. Genau. Genau. Einfach Stimmen hören. Weil ins Gefecht würde ich jetzt nicht direkt gehen wollen. Ich... Nein. Oh, hier ist keiner. Oh. Scheiße. Verhöre Brock. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Ach, du Heiliger, bin man. Ah. Du Kackviech. Nein. Oh, du kriegst mich echt nicht hier, du Typi. Ist hier keiner mit dem Schild mehr? Oh, zum Glück. Ich guck mal, dass ich hier jetzt alles schaffe. Ich hoffe, dass ich die Kerle hier jetzt besiegen werde. So. Ich drücke nämlich immer Kontern, damit ich es ein bisschen leichter habe hier. Also, ich kenne andere, die
Die vergessen halt immer, ne? Also das sollte man echt nicht vergessen zu kontern. Weil ich habe ja rechts und linke Maus, das ist, passt relativ gut hier bei der Tastenbelegung. An anderen Konsolen ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger und deswegen vergessen die das auch. Ja, aber ich mache das immer. So, wir gucken mal, dass wir das so gut wie möglich hier hinkriegen, aber es geht leider nicht. So, den einmal tot und den ja auch. So. Ich will den einen, wollte ich eigentlich hinrichten, aber ging leider nicht. So, ist er jetzt tot? Weiß ich nicht. Aber der, den müssen wir gleich verhören, wenn es soweit ist. Stand ja da, ich darf den nicht direkt töten. Leider, aber dann gucken wir mal, dass wir den irgendwie kriegen. So, gucken wir mal. Weil da hinten will ich eigentlich nicht hin, weil da hinten noch andere sind. So. Und jetzt hier. Informationen sammeln. Über wen? Über wen? Ja. Okay. Dass der Brock Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Ach du Scheiße. Wer ist denn der Herr? Das da. Ach du Scheiße. Mock der andere Zwilling. Boah. Es gibt noch höhere. Ach du Scheiße. Um einen Häuptling hervorzulocken, musst du einen Entscheidungskampfauftrag ausführen. Diese Aufträge findest du in der Nähe seiner Festung vor. Denk daran, sehe dir die Stärken und Schwächen deines Ziels an, wenn du deinen Angriff planst. Drücke 2 um Mocks Eigenschaften. Erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe, kann durch Fern- oder... Ja. Erleidet Schaden durch Kampftodesstoße, ja. Er hasst Karagor. Er hasst Verletzungen seines Leibwächters. Er führt Schläge aus der... Ach du Scheiße. Kampf gesteht. Schwerer zu töten. Möglicherweise ist ein Todesstoß notwendig. Flammende Waffe erzielt höheren Schaden. Kann nicht in Panik versetzt werden. Fürchtet niemals. Oh ja, ja. Der sieht heftig aus, ey. Ach du Kacke. Und dich töten wir mal. Tut mir leid. Vorsicht! Er hat den Hauptmann getötet. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Abmachung? Damit ist es vorbei. Oh. Na gut, dann. Ich dachte nur, dass wir... Halt! Halt! Waldläufer! Sieh mal! Wenn der Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verräterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich. Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast leichtes Spiel. Was sagst du dazu? Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. Na, ganz toll. Da haben wir das ja. Wetback der Feitling gegen Brock. Oh. Wetback wird immer stärker. Nicht, dass er irgendwann mal hier einen Endkampf wird, einen Endboss. Die Rangleiter empor. Erfolg. Auftrag abgeschlossen. 600 EP und 50 Miriam. Trotz seiner Unfähigkeit hat uns dieser Redback in der Befehlskette nach oben gebracht. Er hat ein Talent für das Scheitern. Oh, ja, sehr schön. Karte. Saurons Armee. Wir haben hier einen Häuptling. Und ja, also wir haben hier noch mehr. Müssen wir die alle töten oder wie jetzt? Macht 6, macht 5. Möchtest erstmal einen Leichten hier töten. Der da. Das ist ein Haupt... Und ja, dann gucken wir mal, dass wir das markieren. Und dann das Menü verlassen und gucken, wo sich der befindet. So, gucken wir mal. Haben wir den jetzt irgendwo hier auf der Karte? Der Häuptling. Nee, das mache ich noch nicht. Das mache ich echt noch nicht. Haben wir den... Haben wir den jetzt nicht auf der Karte? Oder wie? Wo ist der denn? Ach, der ist in einem Gefecht. Ach so.
Ach so, ja, dann gucken wir mal auf die Karte. Gorod der Teuflische. Da ist er, der Typ. Und wo ist da in der Nähe so ein Turm? Gorod. Ich weiß nicht, ob ich Gorod den Teuflischen schaffe, ne? Das ist das Problem. Aber werde ich schon schaffen, hoffe ich denn doch mal. Ich hoffe es, sonst bin ich verloren. Schon wieder so ein Kack-Gorod. Wie viele von denen gibt es eigentlich, ne? Das ist hier die Frage. So. Nee, ich wollte eigentlich in dieses Menü. Wir wollen verbessern. Ja, ja. Was wollen wir denn verbessern? Ich möchte Bodenangriffe auf die Beine von... Oh, das ist ja cool, aber na gut. Terrorisieren. Ah ja, okay. Wurfdolche. Nee, das ist scheiße. Letzte Chance, Todesstoß. Die Fähigkeit, einen endgültigen Todesschuss wie in einer Lex... Oh, das klingt eigentlich ganz gut. Das finde ich gut, das machen wir. Das machen wir. Und der Rest, was ist der Rest? Sofort der Todesstoß, boah, den möchte ich... Das hier mache ich mal. Und, was kann man denn noch machen? Explodieren? Nein. Dem das geschickt? Nein, das will ich gar nicht. So Attribute aber. Wir haben erhöhter Fokuswert. Ah ja, okay, nee, das nicht. Nee, Elbengeschosse, Dolch, nee, ich benutze ja... Machen wir das, scheiß auf Leben. Dass wir das benutzen und dass ich dann auf zurückgehe und mal gucke, ob ich noch Runen habe. Habe ich welche? Ja, Schwertlade mal. So, dass ich hier mal noch einen Runenplatz... Nee, das habe ich schon. Die habe ich schon alle ausgerüstet. Menü verlassen. Aber mal gucken, vielleicht finden wir ja eine neue, wenn wir... Oh, hier haben wir jetzt 50 Dingens gekriegt, warum auch immer. Ja, kommen sie das? Oh. Nein, ich möchte nicht gesehen werden. Oh Gott, schon wieder der Kack. Ethildin. Okay. Dich töten wir mal ganz kurz und knapp, weil ich ja nicht Aufmerksamkeit erregen möchte. Das will ich ja nicht. So. Ist da unten jemand? Nee, ist keiner, ne? Dann springe ich mal da runter. Ich hoffe, hier war jetzt keiner. Wer, wenn doch? Ey, dann raste ich aber aus. Nee, hier war keiner. Okay, da oben ist Blutrache. Ach du Scheiße, ey. Wie viele Nebenmissionen dazu kommen? Das ist viel. So. Da haben wir einen Bogenschützen. Den kann ich ja wohl töten, glaube ich, ne? Oder? Schleichtötung. Von unten in den Schwanz. Aua. Das tut weh. Jeder Junge weiß es. Einmal in den Schwanz stechen, bist du tot. Aber Logo, ne? So, da ist Hinrichtung. Der hat Macht 6, könnte nicht so schwer sein. Und Verräter, Feinde und Rivalen ihrer gerechten Strafe zuzuführen, betätigen sich viele Uruks mit Freuden als Henker. Wird ihm nicht Einhalt geboten, steigt der Henker eine Stufe an. Überfalle die Hinrichtung, um Saurons Armee zu schwächen. Gorod der Teuflische. Ja, sehr toll. Du hast keinen Platz in unserer Armee. Eieieiei. Scheißen Dreck, aber auch. Erstmal würde ich ganz gerne den Schildtypen hier töten. Oh, oh. Nein, ich war das nicht. Nein. Sehen die mich? Weiß ich nicht. Ist hier noch einer mit Schild? Wieso Verrätern? Wieso seid ihr Verräter? Hab's mir bloß eingebildet. Welche Arbeit? Wisst ihr was? Jetzt ist da keiner mit einem Schild. Ich komme jetzt einfach hier mal, ne? Oh, jetzt geht er nicht mehr. Schade. Der da hat Informationen. Schade. Der ist ein Wurm. Den würde ich gerne verhören, aber geht leider nicht. So, der ist aber jetzt tot, oder?
Nee, leider nicht. So, jetzt aber. Naja, immer noch nicht. Aber zum Glück sind die da noch... Ui, der hat mich vergiftet. Der ist ein Bogenschütze. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Dreck, ey. Den muss ich jetzt töten. Weil es ein Bogenschütze ist und der mich vergiftet. Das habe ich echt nicht gewusst. Du Made. Ich bin keine Made. Ich entscheide darüber, ob sie leben oder sterben werden. Das kannst du mir nicht verwehren. Kann ich das nicht? Werden wir doch mal sehen hier, dich Dreckstyp. Werden wir doch mal hinrichten. Aua, das tat echt weh. Aber dich Dreckstyp, ey, dich werde ich echt jetzt töten. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Wenn ich das jetzt schaffe, dann bist du Kleinholz oder Kleinorg. Sag mal, Kleinorg, ne? Ein kleiner Ork. Ne? Ja, diese Kackbogenschützen, ey. Die. Tot. Nein, ich bin tot. Kack aber auch. Sonnenkack aber auch. Dann, ey, wenn ich das jetzt verliere, dann steigt er eine Stufe an und dann. Tot. Das ist doch mal krass. Ja. So. Da hat sich doch der, dieser eine Skill gelohnt, ne? Gorath der Teuflische konnte seine Gefangenen nicht hinrichten. Kampfbericht oder? Kampfbericht. Was ist denn der Kampfbericht? Boah, gestorben. Das tut mir aber leid. Das tut mir echt leid. Und dann? Ah, da sind so viele. Mann. Den muss ich jetzt nochmal töten. Was ist, wenn ich alle gekillt habe? Ich will alle töten. Will ich eigentlich. Das wäre mal geil. Oh, jetzt rennen sie alle weg. Guck mal. Jetzt sammeln wir das mal auf. Ein Schwert. Klingenmeister. Oh, klingt gut, ne? Klingt gut. So. Aber jetzt rüsten wir... Ich hoffe, es war für Schwert, oder? Ja, war's. Das finde ich gut. Chance von 46% die Gesundheit vollständig zu regenerieren, wenn die Trefferserie 30 erreicht. Das finde ich doch mal geil. Finde ich doch echt geil. Wir haben den besiegt. Das ist doch mal schön. Das ist doch mal sehr schön, dass wir den besiegen konnten. So, was ist da? Was ist da? Es ist zu kalt. Es ist zu nass. Nö, ist mir egal. Wir haben dann noch einen Typen, den wir ganz gerne töten möchten. Ich möchte den wirklich ganz gerne töten. Weil je weniger Hauptmänner, desto besser ist es für uns. Ah, da ist eigentlich eine Hauptmission. Aber die wird jetzt, glaube ich, dann doch zu lange dauern. Ich weiß es nicht. Ich mache die Hauptmission immer am Anfang der Folge, um auf Nummer sicher zu gehen. Die Urukhöhlen. Was sind das denn? Die Urukhöhlen. Vor Saurons Rückkehr waren die Urukhöhlen eine Marktstadt, die unter den Ausgeschlossenen als der Felsbau bekannt war. Nun befindet sich dort ein Sklavenlager, in dem frisch gefangene Menschen darauf warten, in verschiedene Regionen Mordors verfrachtet zu werden. Nur die Stärksten überleben ihre Gefangenschaft in den Urukhöhlen. Die vielen, die Hunger, Krankheit oder Gewalt zum Opfer fallen, landen auf den Tischen der Uruk-Knochensäger, sofern nicht bereits die Ratten über sie hergefallen sind. Trotz dieser grausamen Zustände haben die Gefangenen die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Es gehen die Gerüchte über einen Rachegeist um, der ihre Peiniger das Fürchten nährt und den Ausgestoßenen helfen wird, der Hölle Mordors zu entrinnen. Aha, sehr schön. Ich helfe euch. Toll, der ist zwar nur Level 4, aber, das große Aber ist, dass hier eine Festung ist. Das heißt... Ich krieg hier echt großen Besuch. Schleichtötung. Einmal in die Weichteile. Das tut mir leid. Nein, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Du schlägst keinen Alarm. Wehe, wehe, wehe. Das wäre böse. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Oh nein, 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 nein. So, eine Schleichtötung. Oh, fuck. Oh, wie, ich bin tot? Ich bin gar nicht tot. Oder wie? Nein, ich bin keine... Dieses Mal wirst du nicht davon kommen, mein Freund. Selbst wenn du rennst, ich bleib dir auf den Fersen. Ach, das ist schon der Typ hier. Oh, wusste ich gar nicht. Oh, der hat sogar ein Schild, ey. Irgendjemand beschießt mich da. Oh, nein. Wie, ich bin jetzt tot? Scheiße. Scheiße. Oh, das war... Ich habe dich gejagt. Jetzt will ich den Lohn.
Nein, du kriegst... Nein, oh, fucking... Ach du Scheiße. Nein. Nein. Och. Jetzt ist da wieder ein neuer gekommen. Wie soll ich denn diese Armee jemals töten? Na. Jetzt sind die Plätze alle wieder belegt. Na, ganz toll. Wer ist denn der schwach? Du da? Bist du schon? Ja. Zurück. Wer ist das? Ist der da? Ist der schwach? Der sieht schwach aus. Das markiere ich mir. Uschgul, der Grubenkämpfer. Die mit dem Schild, die machen mir echt zu schaffen. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter. Da brauche ich eine bessere Taktik. Was ist das? Gunzwar Zwergentöter. Ach. Hab ich... Ist das... Nee, da ist meiner, ne? Der Grubenkämpfer. Dich töte ich. Dich schaffe ich bestimmt. Weil, guck mal, der hat doch nur Level 4. Den werde ich doch wohl schaffen. Uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen vor allem, versagen. Ja, vor es allem alleine sind die eigentlich nicht so stark, aber die Gruppe machen die stark. An ein verschwundenes Königreich. So, dann machen wir das doch gleich mal hier. Auftrag ansehen. Hallo? Hallo? Ich will den Auftrag machen. Da. Uruks Anscheinfest, ja, habe ich schon gelesen. Den muss ich wieder aus deiner Position verdrängen. Jetzt gibt es ein Fest, Jungs! Fleisch und Grog für alle! Wie euer Ernst? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Den will ich einen Headshot geben. Nein, Kacke. Nein, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Du hast mich echt nicht gesehen. Oh, du hast mich wirklich nicht gesehen. Läuft der jetzt weg oder was? Der soll nicht weglaufen. Der soll wirklich nicht weglaufen. Das war doch kein Grund, hier wegzulaufen, oder doch? Das ist echt kein Grund, wegzulaufen. Also gut. Aua. Du wagst es, uns zu stören? Du bist in dein Verderben gelaufen. Auf ihn, Jungs! Bin ich das? Oh, ich wusste echt nicht, dass ich das in mein Verderben gelaufen bin. Tut mir leid, ich wusste es nicht. Und dann bist du so zu mir. Oh, du bist echt unfair. Ich habe das nicht gewusst und ich bin auch so jung. Oh. Ja, tut mir leid. So, jetzt töte ich dich. Jetzt bist du dran hier. Das Doofe ist, dass da immer so viele Leute dazwischen sind. Das finde ich ja echt kacke. Und diese ganzen Fernkämpfer, die sind das Miese an allem. Und die Schildtypen auch noch. Die sind mies. Ach Gott. Boah. Kacke, ein Todesstoß, oder? So. Den muss ich jetzt schaffen hier, den Todesstoß. Boah, nee, nicht gegen den. Oh, Kacke. Kacke aber auch. Fuck. Ich bin gleich tot. Scheiß, ein Dreck aber auch. Wie schaffe ich das jetzt noch? So, den hier töten. Wenn jetzt von hinten einer kommt, dann bin ich am Arsch, ne? Dann bin ich wirklich am Arsch. Will das schaffen, ey. Sonst steigt wieder jemand auf, ey. So ein Kack aber auch. So. Dich will ich aber töten. Hm. Wenn ich das nicht schaffe, ey. Och. Was gibt's denn dann schon wieder? Wie? Nein, ich bin... Nein. Gibt's doch nicht, ey. Also, ich bin noch nicht tot, ich bin noch nicht tot, ich bin noch nicht tot. Dann mal gucken, ob wir es doch noch schaffen. Ich versuche mich hier mit den Todesstößen zu retten. Hier. So. Du einmal schlag... Oh, nee, ich bin fast tot, aber nur fast. Fast heißt fast, ne? So. Informationen sammeln, jetzt kann ich den Todesstoß ausführen. So. Informationen. Ich will... Worüber will ich denn? Über den. Gimob, der Aalglatte. Ach du Scheiße, ey. Ach du heilige Kacke. Ja, tot bist du. Hauptmann. Hast du davon. Geil. Ich hab ein Festmahl. Ja, gelöst. Wurde bei seinem Festmahl gedemütigt. Und jetzt...
Festmahl gestorben. Sehr schön, ist wieder einer weg. Aber wenn die tot sind, heißt es dann, dass die anderen auch tot sind oder nicht? Na, guck mal, der ist die sind Häuptling, ne? Ach ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist eigentlich, wenn ich Redback töte? Dann ist ja eigentlich nix, ne? So. Eine Rune, die hätte ich ganz gerne. Dankeschön. So. Eingabe. Was mache ich denn damit? Mit der Rune? Die macht Zerschmetterung Stufe 5. Stellt bei einer Klingenhageltötung. Das ist eine Klingenhageltötung. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, was eine Klingenhageltötung ist. Waffen. Orkschlechter. Gibt's auch eine andere Waffe? Das ist ja. Das ist ja meine Waffe, oder? Menü verlassen. Ach, Kacke. Ach, Kacke, egal. So, da sind jetzt Informationen. Glaube ich, ne? Hoffe ich. So. Die sammle ich mal. Und? Über wen? Über den. Tuka Schädelbrecher. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was sind das für krasse Kreaturen, ey. Und ich krieg's nicht hin, glaube ich. Was gibt's denn hier? Warte mal. Verbesserung. Fähigkeit, Attribute, Fortschritt. Attribute? Ne, was ist ein Fortschritt? Hauptaufträge habe ich 5 von 20. Ja, schön. Sehr schön. Ja, da habe ich leider nicht genug Geld. Fähigkeiten. Angriff von oben kann ich ja. Betäubung. Betäubt deine Feinde, E-Antippen. Okay. Karagor weiß ich ja. Konterte Gegner stolpern. Ah ja, das weiß ich auch. Hinrichtung. Ja, nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern. Ah. Aber ich finde den letzten Chancentodeschuss, den finde ich krass. Dadurch habe ich gerade gewonnen. Und den fand ich krass, ganz ehrlich. Oh, ich gehe mal wieder zu so einem Dingen hin. Oh, ich bin echt froh jetzt. Oh, jetzt bin ich fertig mit der Folge, ne? Ja, jetzt haben wir die halbe Stunde fast voll, aber na gut. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es würde mich echt freuen, falls ihr einen Kommentar im Sinne von Feedback zu der Folge hinterlassen könntet und mal schreiben könntet, was gut war, was schlecht war und mir ein Like geben könntet. Das wäre echt nett von euch. Und es würde mich echt freuen, wenn ihr bei den nächsten Folgen auch zuschauen würdet. Und jetzt habe ich noch was für euch. Ich habe hier unten rechts die Playlist zu der Mittelerde Mordors Schatten verlinkt. Da könnt ihr nochmal drauf schauen, falls ihr eine Folge verpasst habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Mittelerde Mordors Schatten wieder.